Dienstag, 21. Februar, der 11. Projekttag. Ein Wiedersehen vor Bridgewater. Die abgelaufene Nacht werde ich wohl so schnell nicht vergessen. Es ist Victor, der wie ein T-Rex schnarcht und mir damit gleichsam den Schlaf und vor allem den Verstand raubt. Nur durch laute und kurze Zurufe wird das penetrante Urwaldgesäge für die Dauer einiger Minuten unterbrochen. Dementsprechend gerädert wache ich bereits gegen 7.30 Uhr auf. Die anderen Mitreisenden tun es mir gleich. Noch vor Ort wird gefrühstückt, allerdings müssen wir unser eigenes Proviant abgreifen, da es von der gastgebenden Familie keine Almosen in Form einer tageseröffnenden Mahlzeit gibt. Dabei kam es zu einem ersten Austausch über die bevorstehende Tagesetappe mit dem Rad. Victor fragte mich: Was meinst du, Helge, ob wir heute schon bei Peter Taylor ankommen werden? Also wenn alles gut geht, dann ja. Meiner Rechnung nach müssen es etwa 75 Kilometer bis Hobart sein, also fast eine komplette Tagesetappe. Vielleicht kann Peter uns von dort ja abholen. Das wäre auf jeden Fall besser, weil ich noch nicht einmal genau weiß, wo der eigentlich genau wohnt. Der hat mit seiner neuen Freundin ja ein Haus gekauft. Ich meine, der Ort heißt Lower Longley. Das liegt auch noch mal deutlich außerhalb von Hobart. Aber vor allen Dingen, da es heute nicht so stürmt wie gestern, dann ist die Strecke durchaus machbar. Ja, und die Jungen müssen mitziehen und die Räder müssen halten. Ich sagte, ja, und steile Berge können uns auch noch ärgern. Aber ansonsten ist es machbar. Während Victor mit seinem stets benutzten Taschenmesser die Erdnusscreme auf seine Toastscheiben strich, sagte er, ja, hoffen wir das Beste. Bitte nicht so wie gestern. Ich sagte, naja, und wenn es nicht, dann schlafen wir zur Not halt noch eine Nacht im Zelt. Wir haben ja keinen Zeitdruck. Nun klinkte sich Manuel mit in die Unterhaltung ein. Aber kann es denn sein, dass wir in der nächsten Nacht schon bei Peter Taylor schlafen? Ich bejahte seine Frage. Der Junge hakte nach. Haben wir denn dann die nächsten Tage erst einmal kein Fahrrad mehr? Ich sagte, ja, das wird so sein. Aber wieso fragst du? Bist du etwa jetzt schon kaputt von den paar Kilometern, die wir bis jetzt gefahren sind? Noch auf seiner ausgebreiteten Isomatte sitzen und frühstücken, protestierte Manuel energisch, aber nicht unfreundlich. Nee, gar nicht. Frage nur. Beinahe erinnerten wir uns in diesem Augenblick an die vor der Tour abgeschlossene Wette. So grinste ich, weil ich es nicht schaffte, Manuel nörgeln zu hören. Der Junge verstand die Botschaft sofort. So setzte ich fort. Ja, wahrscheinlich bleiben wir da für ein paar Tage. Aber denkt dran, Jungs. Der Peter und seine Frau müssen eine Woche arbeiten. Die haben nicht so viel Zeit für uns. Also länger als 3 Tage werden und wollen wir da wohl nicht bleiben. Das reicht ja dann auch aus. Nach einer kurzen Sprechpause wechselte ich das Thema. Dabei setzte ich eine leicht ernste Miene auf. Boah, Victor, hast du gehört? Heute Nacht ist ein ganz großer Teil des Amazon-Regenwaldes gerodet worden. Victor schaute mich irritiert und fragend an. Hä? Meinst du das jetzt ehrlich? Ja, nahezu der halbe Wald ist weg. Wie? Ich verstehe nicht. Gab es da eine Umweltkatastrophe? Ja, sozusagen. Damit meine ich, dass du heute Nacht geschnarcht hast wie ein sterbendes Rhinoceros. Beide Jungen brachen daraufhin lautes Lachen aus. Auch Victor grinste. Was? Ich habe geschnarcht? Also ich habe davon nichts mitbekommen. Ja, das ist mir klar. Du hast ja auch tief gepennt. Ja, aber ich habe das mitbekommen. Und wie laut das vielleicht war. Ich konnte sogar nicht mehr einschlafen. Und jedes Mal hast du von neuem angefangen. Victor gluckste lustig vor sich hin. Ja, hör doch einfach nicht darauf. Ha, was? Wie soll das denn gehen? Das musst du selbst mal hören, wie laut das ist. Die ganze Stallwand hat gebebt. Und nur, wenn ich laut Victor gerufen habe, dann hast du mal eine Pause gemacht. Sag mal, Jungs, habt ihr nichts davon mitbekommen? Nö, ich habe geschlafen, antwortete Dominik. Manuel, der sein Lachen aufgrund der vorherigen Situationsbeschreibung nun einstellen konnte, sagte, ja, ich habe immer gehört, wenn du Vico gerufen hast. Dann bin ich immer wieder wach geworden. Streichen habe ich noch nicht so gehört. Ich hatte eh den Schlafsack über dem Kopf. Abschließend äußerte ich gegenüber Victor, also wenn wir beim Peter übernachten, dann schlafen wir beide aber weit auseinander. Victor, ansonsten halte ich das echt nicht aus. Ja, und wie willst du das dann auf der Fahrradtour machen? Willst du die Zelte dann etwa an 2 verschiedenen Orten aufbauen? Victor, zur Not, ja, glaub mir, ich drehe am Rad, wenn nachts jemand schneit. Ja, oder du lässt mich immer zuerst einschlafen.
Mein erster Blick am Morgen nach dem Aufwachen gilt der Matratze von Dominik. Darauf zeichnete sich erneut ein großer feuchter Fleck ab. Ich bin mir dennoch nicht sicher, ob dieser ein Produkt des Jungen ist oder eine andere Ursache hat. So unterlasse ich es, mich näher damit zu beschäftigen. Vielmehr im Mittelpunkt stehen die Bemühungen, die zwei Räume wieder in den Ursprungszustand von gestern zu versetzen, noch bevor mit dem Frühstück begonnen wird. Dies beendet, packen wir alle unsere Reiseutensilien zusammen und beladen damit die Fahrräder. Doch bevor die Radtour fortgesetzt wird, kommt es noch zu einer kurzen Danksagung und anschließenden Verabschiedung vom Ehepaar des Hauses. Anschließend den Weg aus dem Dorf herausgefunden, zurück zur hoher gelegenen Landstraße, gleich der morgendlichen Schock. Denn abermals weht ein böiger Wind, der uns auf dem Highway 1 auf einer Strecke von 18 Kilometern in südwestliche Richtung bis zu dem kleinen Örtchen Melton Mowbray rücksichtslos entgegenbläst, was uns erneut alles an Kraft abverlangt. So ist bereits nach gut 2 Stunden der Fortbewegung alle physische Regeneration von der Nacht verbraucht und erneut schmerzt unser aller Muskulatur. Ein schwacher Trost. Bei mäßigen, aber zum Fahrradfahren idealen Temperaturen von vielleicht 20 Grad Celsius scheint zumeist die Sonne. Nicht selten schieben sich dennoch Wolken davor. Das Wetter ist auf einer Fahrradtour ein allgegenwärtiges und tägliches Thema. Schon nach dem Aufstehen galt der erste Blick stets in aktuellen Bedingungen. So auch an jenem Morgen, als ich durch das Fenster des Anbaus gen Himmel schaute und die Bewegung der Bäume beobachtete. Ich sagte zu Viktor, ich glaube, mit dem Wetter könnte es heute gut aussehen. Also nach Regen sieht das nicht aus. Viktor ging auf diese Bemerkung ein. Ja, Gott sei Dank. Scheint denn die Sonne? Ja, im Augenblick ja, aber da sind durchaus viele Wolken unterwegs. Aber scheint wenig zu werden. Die Sträucher bewegen sich ziemlich stark. Aber vielleicht ist das oben an der Hauptstraße anders. Aber ich befürchte, nein. Also von mir aus kann das so bleiben. Hauptsache kein Regen. Nee, bloß nicht. Aber jetzt mal ehrlich. Bis auf den Wind haben wir bis jetzt super Glück mit dem Wetter gehabt. Es hat kein einziges Mal geregnet. Das ist für Tasmanien nicht selbstverständlich. Immer liegen wir verdammt weit südlich. Manuel hakte nach. Aber im Süden ist doch meistens wärmer als bei uns. Viktor gluckste bei dieser Aussage, klärte den Jungen dann aber auf. Ja, ja, bei uns in Europa ist das so. Aber wir sind auf der anderen Seite der Welt. Da ist alles genau andersherum. Je südlicher du da kommst, desto kälter wird es. Hä? Manuel verstand nicht. Ich sagte, ich erkläre dir es gleich noch einmal in aller Ruhe, wenn wir auf der Fahrradtour eine Pause machen. Das ist eigentlich ganz einfach zu verstehen. Aber noch einmal, mit dem Wetter haben wir wirklich viel Glück bis jetzt. Da habe ich auf Fahrradtouren schon ganz andere Zeiten erlebt, als wie aus Eimern geschüttet hat. Glaub mal, da macht dann alles keinen Spaß mehr. Also bete zu Gott, dass es so bleibt. Ideale Bedingungen gibt es sowieso nur ganz selten. Meine fragte abermals nach, was sind denn die idealen Bedingungen? Ich würde sagen, wenn die Sonne scheint, bei ungefähr 20 bis 25 Grad Celsius, wir vollständigen Rückenwind haben und die Fahrtstrecke zudem noch völlig flach ist. Also nie. Doch, das kommt vor, aber eben nur ganz selten. Deshalb brauchen wir uns nicht aufzuregen, wenn der Wind mal von der falschen Seite kommt oder es bergig ist. Wichtig ist nur, dass nicht regnet und dass es vielleicht auch noch kalt ist. Das ist dann wirklich echt ekelhaft. An dem Highway Kreuz 1 und 5, es ist exakt in dem eben benannten Dorf Melton Mowbray, muss plötzlich die Fahrtrichtung geändert werden. Seither geht es geradlinig auf Hobart zu. Ab diesem Punkt wird der Wind endlich nur noch von der Seite und schwächer als noch am Vormittag. So fallen uns auch die 4% Anstiege leichter, die sich uns in den regelmäßigen Abständen in den Weg stellen. Und zugleich macht das Radfahren wieder richtigen Spaß. Das spiegelt sich dann auch sofort wieder in den Launen aller Reisenden wieder. So wird beim Fahren und in den Pausen viel geredet, gelacht und manchmal sogar gesungen. Zur Belustigung aller stimmte ich meinerseits fleißig alte deutsche Schlager an. Der Frohsinn wird auch dadurch forciert, dass uns unser erstes Reiseziel, nämlich Peter Taylors Wohnstätte, das seiner neuen Familie spürbar näher rückt. Es ist um 14 Uhr herum, als ich seit der Abfahrt von der tasmanischen Hafenstadt Devonport erstmals wieder telefonischen Kontakt mit meinem australischen Bekannten aufnehme. Es geschah während einer ausgiebigen Pause im Ort Kempten, wo wir in einem Garagenhof des Supermarktes noch einmal viel flüssige und feste Nahrung zu uns nehmen. Dort besorge ich mir auch neue Batterien für meine Fotokamera, deren Blitzlichter leider defekt ist. Hey Peter, ich bin es, Helge. Wir stehen gerade etwa 20 Kilometer vor der Stadt Bridgewater. Bis Hobart sind es noch etwa 40 Kilometer. Das heißt, wir könnten Hobart in etwa 3 bis 4 Stunden erreichen, wenn alles gut geht. Oh, das ist schön.
Eigentlich hatte ich euch schon gestern erwartet. Doch so ist es besser. Ich habe mein Wochenende und muss daher nicht arbeiten. So kann ich euch mit meinem Kleinbus abholen. Passt auf, ihr müsst nicht bis Hobart fahren. Fahrt nur bis Bridgewater. Bevor ihr den Ort hineinfahrt, überquert ihr eine markante Brücke. Wartet dort auf mich. Genau dort hole ich euch ab. Mal gucken, wer er da ist. Ja, Peter, wir fahren bis zu dieser Brücke. Wir machen uns dann jetzt auch sofort auf den Weg. Wenn wir gut sind, können wir es schaffen, innerhalb von 90 Minuten dort zu sein. Mensch, Peter, wie ich mich freue, dich wiederzusehen. 4 Jahre ist es ja, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben. Ja, Helge, ich freue mich auch sehr. Ich hoffe, du erkennst mich auch wieder. Ich bin inzwischen furchtbar alt geworden, sehe aus wie ein Opa. Ja, Peter, ich auch. Erschreck dich also nicht, wenn du mich siehst. Genau 15 Uhr sind gerade 10 Kilometer zurückgelegt und die Kleinstadt Bridgewater noch längst nicht erreicht. Da kommt uns Peter bei wunderschönem Sonnenschein auch schon mit seinem weißen Kleinbus entgegengefahren. Bis dahin haben wir an diesem Tage 49 gleich nur insgesamt 332 Kilometer mit dem Fahrrad hinter uns gebracht. Die Begrüßung meines australischen Bekannten fällt äußerst herzlich und mit festen Umarmungen aus. Es ist klar, dass mich Peter dabei vorzieht, bevor er auch die anderen Mitfahrer freundlich begrüßt. Und wahrhaftig. Peter ist innerhalb unserer letzten Zusammenkunft vor 4 Jahren tatsächlich merklich gealtert. Seine Gesichtszüge wirken kantiger und seine Haut etwas faltiger. Ob er Gleiches auch bei mir feststellt oder denkt? Doch ansonsten ist er ganz der Alte, als der großgewachsene, vollschlanke Mann vor mir steht, dessen damals volle und markante hellroten Haare mittlerweile einen leichten Grau gewichen sind. Noch bevor die Räder in den Transporter gehoben werden, schießen wir noch einige Begrüßungsfotos. Danach geht es auf den etwa 50 Kilometer langen Weg nach Lower Longley bei Hobart, wo Peter sein neues Zuhause besitzt. Während die beiden Jungen im hinteren Bereich des Busses ihren Platz fanden, saßen Victor und ich auf dem Beifahrersitz neben Peter. Allesamt waren wir erleichtert, nicht mehr Fahrrad fahren zu müssen, um das erste Ziel unversehrt erreicht zu haben. In unserer Heimatsprache sagte ich zu Victor: Ja, bin ich aber jetzt gleich mal gespannt, wo Peter jetzt wohnt. Vor 4 Jahren hatte er noch mit seiner ehemaligen Frau Carol und allen Kindern direkt am Meer gelebt. Jetzt wohnte er mehr im Landesinneren. Gespannt bin ich auch auf seine neue Freundin. Victor konnte diesbezüglich natürlich nur wenig hinzufügen. Ist Peter für ihn doch eine völlig neue Bekanntschaft. Dennoch fragte er: Mit wie vielen Leuten leben die denn jetzt da? Ja, lass mich mal nachrechnen. Ich meine, es sind 4. Also das sind der Peter und seine Freundin, etwa 10 Jahre alter Sohn und auch Peters Sohn David. Ich bin mal gespannt, wie der jetzt aussieht. Der müsste ja jetzt 18 Jahre alt sein. Als wir vor 4 Jahren hier waren, da war der gerade mal 14, also noch ein richtiger Teenie. Die beiden anderen Kinder von Peter müssten eigentlich bei der Mutter leben. Ich weiß gar nicht, wo genau. Und ich meine, Peters Freundin Gay hat auch noch einen weiteren Sohn älteren Jahrgangs, aber ob der da auch noch wohnt, keine Ahnung. Ja, das werden wir ja dann gleich sehen, wenn wir da sind. Dominik und Manuel, die sich den ganzen Tag über äußerst angenehm verhalten, sitzen die ganze Zeit über schweigend im Fahrzeug, lauschen unsere Unterhaltung und schauen sich neugierig die wunderschöne Landschaft ringsherum an, welche hügelig ist und viel dichten Strauch und Baumwuchs aufweist. Im Hintergrund ragen höhere Berge auf, die Hobart umschließen. Man fühlt sich ein wenig wie im deutschen Mittelgebirge. Den Austausch mit Peter halte ich alleine aufrecht, was ja auch nahe liegt. Dabei zeigen wir auch weiterhin gegenseitige Begeisterung über unser Wiedersehen. Ansonsten unterhält man sich über die Örtlichkeit, unsere zurückliegende Fahrradtour auf der Insel Tasmanien und Peters neue Familie. Zwischendurch wird, wie es schon vor 4 Jahren der Fall ist, sehr viel gescherzt. Unser australischer Bekannter tut das in seiner eigentümlichen Art und Weise, indem er einige meiner Fragen mit offensichtlichen Lügen und Übertreibungen augenzwinkert beantwortet. Dies und seine Anwesenheit tun mir äußerst gut. In diesem Augenblick habe ich das Gefühl, dass Peter und ich nahtlos da ansetzen, wo wir vor 4 Jahren aufhören. Die Trennung scheint nur wenige Wochen zu dauern und die Zeit stehen geblieben. Dieselbe Vertrautheit und das Gefühl der Wärme und Geborgenheit ist wieder da, nur dass sich eben nicht mal Michael an meiner Seite befindet, sondern andere, mir nun nahestehende Personen. Auch Victor erwirbt sogleich einen guten Eindruck von Peter Taylor. Nach rund 45 Minuten Fahrt erreichen wir die neue Wohnstätte. Vorher muss durch einen Wald ein recht enger und kurvenreicher Feldweg befahren werden. Zwischen dichten Sträuchern und Bäumen und hinter einem mannshohen Bretterzaun taucht dann scheinbar wie aus dem Nichts auf der linken Seite des Weges plötzlich das in den letzten Jahren des 20. Jahrhunderts errichtete Haus von Peter auf. Viel beeindruckender jedoch ist die große Fläche, welche die ein wenig klapprig und hölzern gebaute Wohnstätte umgibt. Im Vorderfront des Hauses fällt zuerst die frühzeitige,
freizügig angelegte Gartenfläche ins Auge, die mit einem etwa gesäßhohen Stacheldraht umgeben ist. Dahinter verbirgt sich eine sehr große Rasenfläche, deren Untergrundboden recht wellig und unrund ausfällt. Erst später erfahren wir, dass das Grundstück der Täters noch wesentlich größer ist als das, was wir an diesem späten Nachmittag optisch wahrnehmen können. Die große Rasenfläche schließt sich nämlich noch einmal ein fußballfeldgroßes Grundstück an, das auch durchaus als Waldgebiet durchgehen kann. Beginnend von dem Zufahrtsweg weist es eine starke Neigung auf und findet sein Ende erst in einem Rinnsal eines Tales. Als wir das wohl gewärmte Haus betreten, lernen wir endlich Peters neue Lebensgefährtin Gay Lynch kennen. Wirklich ein unglücklicher Name, den sie aber mit Fassung und sogar Stolz trägt. Ist mit rund 1,70 Meter Größe und einer altersgerechten Figur eine Frau im besten Alter, welche völliges, recht kurz getragenes, dunkelblondes Haar aufweist. Gay begegnet uns höflich, freundlich, aber ein wenig reserviert. Nebenher werden uns auch ihre zwei Kinder vorgestellt. Das sind der 10-jährige Jesse und der bestimmt schon längst volljährige Zaki, der aber nur zu Besuch ist. Allergrößte Freude bereitet mir das Wiedersehen mit David, der sich vor 4 Jahren mit Michael angefreundet und sich seitdem körperlich mächtig entwickelt. Natürlich erkundigt er sich nach dem Befinden von Michael, worüber ich ihn großzügig aufkläre. Bis zur Einnahme meines Abendessens entwickelt sich prächtige und lebhafte Unterhaltung zwischen allen Anwesenden. Gemessen an der Anzahl aller Personen ist der Wohn- und Aufenthaltsraum der Patchwork-Familie recht klein. Doch genau das forciert die gesellige Stimmung untereinander. Nach Einnahme der Abendmahlzeit begeben wir Besucher uns an die frische Luft und stellen unsere Zelte neben ein Sprungtrapez auf der großen Wiese des Grundstückes auf. Das entspricht einer Absprache zwischen Peter und mir vor Antritt der Reise. So oder so gibt es innerhalb des Hauses keine Schlafmöglichkeit, da alle Zimmer belegt sind. Zum Problem entpuppt sich aber das Thema Duschen. Noch im Hauptraum des Hauses der Familie sitzend, fragte mich Dominik in unserer Sprache, ob wir denn hier vielleicht gleich duschen könnten? Dieser Wunsch erzürnte mich ein wenig. Hör mal, wir sind gerade erst eine Stunde da, da werde ich die jetzt bestimmt nicht fragen, ob wir jetzt duschen gehen können. Schließlich sind wir 4 Personen, das kostet denen auch Geld. Kann sein, dass ich gleich mal vorsichtig fragen werde, aber nicht jetzt. Und wenn wir nicht duschen können, dann duschen wir eben mal nicht. Doch der Junge ließ nicht locker. Kann ich die denn mal selbst fragen? Ich verdrehte die Augen und seufzte. Weißt du was, Dominik? Tu einfach das, was du nicht lassen kannst. Ich weiß nur, dass ich die nicht fragen und zur Not auf das Duschen verzichten werde. Peinlich. Nun mischte sich Victor ein, der Dominik Penetranz in der Sache ebenfalls ärgert. Boah, Dominik, kannst du nicht auf das Duschen verzichten? Findest du das nicht ein wenig unverschämt, die jetzt zu fragen? Haben wir denn vor der Tour nicht ausdrücklich darauf hingewiesen, in solchen Dingen etwas zurückhaltend zu sein, wenn wir auf Gastgeber treffen? Doch trotz der Mahnung zur Defensivhaltung fragte der junge Gay dann doch. Victor und ich waren darüber gleichsam wütend. Natürlich erlaubte Gay und Peter es Dominik, ohne auch nur eine Sekunde lang zu zögern. Alle anderen hingegen hielten sich dennoch mit der gleichen Bitte zurück. Etwas seltsam mutete uns die Tatsache aber auch doch an, dass uns unsere Gastgeber in diesem Augenblick nicht von selbst allen die Körperpflege anboten. Womöglich war es tatsächlich eine Frage des Preises. Um 22.30 Uhr ziehen wir uns allesamt wieder zurück in die Zelte. Zuvor weist uns Peters Freundin Gay freundlich darauf hin, dass sie müde ist und ihrerseits sich schlafen legen möchte. Das wird widerstandslos akzeptiert. Bei nun mittlerweile eingetretener Dunkelheit im Freien auf dem Aerial unserer Zelte weist nach der Zusammenkunft mit der Familie Taylor jeder eine positive Grundstimmung auf. Besonders Manuel ist sichtlich froh darüber, mal nicht sofort am nächsten Morgen wieder das Zelt abbauen und Fahrrad fahren zu müssen. Genau wie die anderen bereits in meiner Obhut liegend, sende ich meinem Bruder noch herzliche Glückwünsche zu seinem 45. Geburtstag. Das geschieht mit einem Anruf über mein Handy. Sonntag, 22. Februar, der 12. Grad Projekttag. Holzhacken. Gegen 8 Uhr morgens verlasse ich als erster das Zelt und genieße für rund eine halbe Stunde das Alleinsein. Ich spaziere äußerst gemütlich querfeldein über die vom nächtlichen Regen feucht gewordene Rasenfläche des Grundstücks. Dabei sauge ich die morgendliche Atmosphäre dieses wunderschönen Fleckchens naturförmlich in mich auf. Die klare und leicht kühle Luft reinigt nicht nur meine Atemwege, sondern gleichzeitig auch das Befinden meiner Seele. In diesem Moment wünsche ich, die Zeit würde für immer stillstehen. Das ist Leben. Zwischenzeitlich nähere ich mich ab und zu dem Haus,
um durch die voll verglaste Türe zu schauen, ob die Bewohner bereits wach sind. Doch im Inneren herrscht um diese Uhrzeit herum noch absolute Stille. Als wenig später darin doch Leben einkehrt, betrete ich es umgehend. Mit Gay, die mit einem Bademantel bekleidet durch die Wohnküche stapft, trinke ich gemeinsam einen schwarzen Tee. Dabei kommt es erstmal zu einem intimeren Austausch mit ihr. Fazit der Unterhaltung. Gay, welches sich im gleichen Alter wie Peter befindet, ist ein intelligenter, sachlicher, reservierter und dennoch stets freundlicher Mensch. Somit ist sie das komplette Gegenteil von Peters ehemaliger Frau Carol, die vor 4 Jahren aufgrund ihrer offensichtlichen Alkoholsucht extrem offensiv, ja fast penetrant auftritt. Mit Peter habe ich zu diesem Thema bislang noch keinen Austausch. Das ist meinerseits auch nicht geplant. Vor allem dann nicht, solange sich seine neue Lebenspartnerin in seiner Nähe aufhält. Stellt sich im Laufe unseres Austauschs heraus, dass Gay als Lehrerin an einer Grundschule beschäftigt ist. Später füllt sich das Haus nach und nach mit Personen. Die Zweisamkeit endet je, als Peter hinzustößt. Nur wenig später ist es Viktor, der auch seinen Schlaf beendet. Manuel und Dominik, der vermutlich mal wieder eine trockene Nacht hinter sich bringt, treffen einige Minuten später auf uns. Als nächstes folgt Peters Sohn David zum anschließenden gemeinsamen Brotfrühstück, an dem auch wir uns mit dem vorhandenen Reiseproviant beteiligen, ist lediglich Gays ältester Sohn Zaki nicht anwesend, der einen ausgiebigen Schlaf abzuhalten scheint. Nach Beendigung der Mahlzeit schlägt Peter vor, dass er uns mit seinem weißen Van in die Innenstadt von Hobart fährt. Er selbst hat auf seiner Arbeit an den Surveillance-Verwalter dort noch ein paar Erledigungen zu machen. Die Besucher stimmen der Idee zu. Im Zentrum der Stadt, später angekommen, lädt uns unser Gastgeber, der an diesem Tage mit einem mausgrauen Anzug gekleidet ist, in einem am Sonntag geöffneten Einkaufszentrum zu einem Café ein. Dabei unterhalten sich Viktor, Peter und ich sehr angeregt auf Barhockern an einer Theke sitzen, während die beiden Jungen die Unterhaltung aus einer gemütlichen Sitzecke der Bar heraus im Auge behalten. Als unser australischer Bekannter sich dann von uns trennt, um verspätet sein Büro aufzusuchen, spazieren wir 4 bis zum Mittag durch die recht ruhige und menschenleere Fußgängerzone der Stadt, obwohl aus einer dichten Wolkendecke ab und zu ein paar kleine Schauer herabfallen. Gleich zu Beginn des Stadtbummels trennen sich auch die Wege von Viktor und mir von denen der Jungen. Diese Zeit nutzen wir Erwachsenen, um in 2 kleinen Cafés jeweils einen weiteren Kaffee zu trinken. Den Aufenthalt in Hobart abgeschlossen, wird wie vorher mit Peter abgesprochen mit einem Linienbus die Heimfahrt angetreten. Im Haus der Taylors und Lynch angekommen, nehmen wir abermals eine kleine Mahlzeit zu uns, an der sich diesmal auch Zaki beteiligt. Auf dem Barbecue-Grill, der vor der Haustür postiert ist, wird für jeden ein Brot mit Ei zubereitet. Im Anschluss daran wird es noch gemütlich ausgetauscht. Erst am späten Nachmittag kommt es wieder zu einer außergewöhnlichen Aktivität, als auch Peter eintrifft. Dieser hat seine Arbeit extra für uns ein wenig früher beendet. Zuvor mit Viktor kurz abgestimmt, fragte ich den männlichen Gastgeber, sag mal Peter, hast du nicht eine interessante Tätigkeit für die Jungen, so wie es im Vorfeld der Tour besprochen haben? Guck mal, die langweilen sich ja nur. Außerdem könnt ihr ruhig was dafür tun, dass sie hier kostenlos ihr Zelt aufbauen und essen dürfen, oder? Mein australischer Bekannter verstand sofort und zwinkerte mir zu, ja klar, wir können gleich im benachbarten Wald Holz hacken gehen, damit es hier abends schön warm im Wohnzimmer ist. Hehe. Ich nehme auch meine Motorsäge mit. Damit arbeiten alle Jungen in diesem Alter gerne. Ich wandte mich Manuel und Dominik zu. Habt ihr gehört, Jungs? Peter geht gleich in den Wald Holz hacken. Da könnt ihr mitgehen. Habt ihr Lust darauf? Eigentlich erwarte ich eine ablehnende oder zumindest widersetzende Haltung. Doch beide Jungs stimmen dieser Idee anschlusslos zu. Ich ergänzte. Zu Beginn werden Viktor und ich noch mit dabei sein, ein paar Fotos schießen, wie ihr da mal locht. Schließlich brauchen wir einen Beweis für das Jugendamt, dass sie hier in Australien auch gearbeitet hat. Hinterher wollen der Viktor und ich uns dann ein wenig zurückziehen, damit wir auch mal ein wenig Zeit abseits von euch verbringen können. Ist das in Ordnung für euch? Male protestierte mit einem Schuss Humor. Boah, das ist gemein. Wir müssen uns da einen abasten und ihr geht gemütlich spazieren. Viktor nahm diese Worte bei barer Münze. Ja, komm. Gönn uns auch mal ein wenig Ruhe und Freizeit. Wir wollen ja nur ein wenig durch den angrenzenden Wald spazieren gehen. Wir bleiben ja nicht ewig weg. Außerdem ist das eure Maßnahme und ihr müsst das leisten und nicht wir. Peter fährt uns mit uns allen in einem Van in den örtlichen Wald. Mittlerweile beruhigt sich das Wetter. Die Schauer und der Wind lassen nach und bei nunmehr rund 18 Grad Celsius kommt sogar die Sonne zum Vorschein. Leicht abseits des Wanderweges
Unser australischer Bekannter und die Jungs in mühevoller Arbeit bereits gestückelte dicke Baumstämme, die aber immer noch ein derart großes Gewicht aufweisen, dass manchmal alle drei zusammen mit anpacken müssen, um sie in die geeignete Position zu bringen. Im Laufe ihrer Bemühungen weist Peter, geduldig wie immer, Manuel und Dominik in zweckmäßigen Umgang mit der Axt und der Motorsägearbeit ein. Dabei erstelle ich zahlreiche Fotos. Diese Dokumentationsarbeit abgeschlossen, machen sich Victor und ich auf zu dem geplanten Spaziergang durch den Wald. Dabei wird einfach irgendeine Richtung eingeschlagen, sich langsam und gemütlich fortbewegt. Beide genießen wir die Ruhe, vor allem die vor den Jungen. Zwischendurch tauschen wir uns erstmal auch wieder über das Vorhaben aus, im Laufe des Projektes von Australien nach Neuseeland hinüberzufliegen, um dort auch Fahrrad zu fahren. Diese und weitere Unterhaltungen verlaufen derart konzentriert und spannend, dass uns einmal sogar verirren und nicht mal mehr registrieren, dass man bereits gute 2 Stunden unterwegs ist. Zum Haus der ruhigen Gastgeber zurückgekehrt sind Peter und die Jungs immer noch nicht eingetroffen. Es dauert aber nur wenige Minuten, bis sie schließlich auch das Domizil erreichen. Sofort danach wird die gemeinsame Abendmahlzeit eingenommen. Daraufhin folgt noch ein gemütliches Beisammensein mit allen Familienmitgliedern, wobei Peters Sohn David sich seine Gitarre schnappt und im Hintergrund der Unterhaltung leicht vor sich her musiziert. Nur Saki ist ausgeflogen. Zwischenzeitlich begebe ich mich an den PC von Peter Taylor, nachdem ich meine E-Mail-Nachrichten abrufe, den Kontostand überprüfe und mich nach den Wetteraussichten für Tasmanien und den neuesten Nachrichten aus der Welt erkundige. Diesmal endet der Abend recht früh gegen 21.30 Uhr, da sowohl Gay als auch Peter am nächsten Tag wieder ihren Berufen nachgehen müssen. Das ist dann auch der Augenblick, als auch wir 4 uns dann in die Zelte schlafen legen. Bereits in den jeweiligen 2-Mann-Zelten liegen, tauschten wir uns noch über die Tageserlebnisse aus. An alle gerichtet sagte ich, Männer, das war doch heute mal ein schöner Tag, oder? Victor reagierte zuerst, ja, die Jungen waren beschäftigt und wir hatten zwischendurch auch endlich mal unsere Ruhe. Der Peter und seine Freunde sind aber auch echt voll nett, ne? Äußerte sich Manuel spontan. Auf diese Worte ein. Ja, ne? Das finde ich auch. Da war der Peter schon vor 4 Jahren. Und guck mal, wir dürfen hier umsonst zelten, essen und duschen. Selbstverständlich ist das nicht. Hat doch gelohnt, hier hinzufahren, oder? Allesamt stimmten diesen Worten zu. Victor fügte noch an. Also ich finde das auch nicht selbstverständlich, was wir hier machen. Immerhin haben die ihr Wochenende gehabt und die haben sich die meiste Zeit mit uns beschäftigt. Dann wieder Manuel. Als wir Holt gehackt haben, da hat der Peter die ganze Zeit Spaß mit uns gemacht. Der ist wirklich voll lustig. Dominik ergänzte das. Das stimmt. Wir haben die ganze Zeit nur gelacht. Dann fragt Manuel wieder, wie lange bleiben wir eigentlich nur hier? Eine Woche oder so? Sofort lege ich Einspruch ein. Auf keinen Fall. So lange können wir denen noch nicht auf den Geist gehen. Schließlich führen die ja noch ihr eigenes Leben. Außerdem müssen die ja auch arbeiten. Glaub mal, irgendwann haben die von uns auch die Nase voll. Stell dir mal vor, du hättest eine Woche lang 4 Besucher bei dir zu Hause. Da willst du dich aber bedanken. Also ich würde das machen, warf Dominik übermütig ein. Das rief die Reaktion gleich aller hervor. Ja, ja, Dominik. Und Manuel setzte speziell noch einen drauf. Klar, Dominik, du willst das machen. Du hättest erst gar nicht den Platz dafür. Sofort konterte sein Altersgenosse. Doch, meine Eltern haben viel Platz. Und mein Opa hat sogar 2 Häuser mit großen Grundstücken. Diese Bemerkung brachte Manuel endgültig auf die Palme. Ja klar, deine Eltern haben alles. So bist du ja nicht dann bei denen. Weil meine Mutter mich nicht mehr haben wollte. Daraufhin folgte ein leicht betroffenes Schweigen und nicht viel später fanden alle recht schnell in den Schlaf.